was zuletzt in der Geschichte von Horizon Zero Dawn geschah. Oh, ich verkaufe nichts. Ich suche nur nach Urea. Vergiss es. Wo sie ist, können nur Schamanen hin. Sie sucht Rat bei der Stimme im blauen Licht. Das ist ihre Aufgabe. Und ich soll die Handlungen des Dämons beobachten. Sagst du mir, wo ich Urea finde? Du stellst sehr viele Fragen. Nur, wenn ich nutzlose Antworten kriege. Es gibt nur eine Stimme, die Urea jetzt hören will. Aber nicht deine. Tut mir leid. Boah, Alter. Komm, Junge, ich mach doch die... Also gut, du willst die Ausbreitung des Dämons stoppen? Ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem Bogen und Speer. Fremde, warte. Sagst du mir deinen Namen? Aloy. Gut. Wenn dich die Maschinen erwischen sollten, kann ich Urea wenigstens ordnungsgemäß berichten. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ha! Ich versage nicht. Ah ja, falls du... Wenn ich fertig bin, dann erzählst du mir, wo sie ist. Ich komme mit den Maschinen und Türmen zurecht. Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Vielleicht sollte Urea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine, gehüllt in Blauglanz. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Falls du es hinschaffst, tu dasselbe. Du verdienst es. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Horizon Zero Dawn, die Erweiterung Frozen Wilds. Die eisige Wildnis, in der wir uns befinden, hoch oben auf den Bergen, um eine Frau namens Urea zu finden. In der letzten Folge haben wir eine große Bestie, den Garaus, gemacht, obwohl sie uns fast am Boden hatte, aber dank meines überragenden Skills und meiner überragenden Kampffähigkeiten und taktischen Finesse hat sie es nicht geschafft und liegt jetzt selber im Dreck und friert vor sich hin. So. Wir müssen ein bisschen... Alter. Wir müssen ein kleines bisschen weiter hochklettern. Boah. Ist das geil oder was? Guck dir das mal an, ey. Ja, Free Climbing. Das muss der Schrein sein, von dem Naltuk sprach. Ich hole mir etwas Blauglanz. Es glitzert. Kein Wunder, dass es wertvoll ist. Vier Blauglanz. Sehr schön. Da ist eine Kiste. Ihr wisst, wie ich zu Kisten stehe. Draht und Gesundheitstrank, auch sehr gut. Naltuk sagte, Urea sei am Schrein vorbei zum Berg gegangen. Ich nehme besser die Treppe. Guck mal, das ist eine alte Station hier. Guck mal. Das ist eine alte Militärstation hier im Berg. Ein altes Tor. Vielleicht ist Urea dort. Sie scheint sich auf jeden Fall auszukennen. Spricht sie mit einer Maschine? Seltsame Ausrüstung. Was war das hier? Verschlossen. Vielleicht kann mein Fokus helfen.
Ja. Die Tür ist mit irgendwas hier drüben verkabelt. Die Frage ist nur, wie komme ich da rein? Ah. Hier. Vorratslager-Chaos. Hier ist Sicherheitschef Blevins mit einer erneuten Notversorgungsordnung. Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe. In SLC. Toll. Scheinbar haben sich in dem Vorratslager, da ich mal nicht nach Plan welche bedient, sich nicht an Regeln gehalten. Wer braucht schon Regeln, wenn man sie brechen kann? Was war das schon wieder? Also irgendwie... Irgendwie quatscht mir immer jemand ins Ohr. Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrann. Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert. Okay, Blevins. Blevins Arschloch. Okay, so weit sind wir auch schon klar. So weit blicken wir durch. Blevins Arschloch. Hier ist noch was. Die Tür, schon wieder. Okay, wie ich höre, haben einige Mitglieder unseres Personals Probleme mit unseren hochmodernen, ultrasicheren und absolut erforderlichen Orbikularstrahltürschloss. Gut. Also nochmal. G-A-N-Z. Ganz langsam. Das Ding in der Mitte ist der Quellknoten. Den muss man mit einschalten. Ja, ich weiß, kompliziert, oder? Dann müssen die anderen Knoten so gedreht werden, dass der Datenstrom mit der Legitimation zurück zur Quelle gelangt. Manche Knoten puffern fehlerhafte oder verdächtige Daten. Die sollte man besser vermeiden. Dürfte nicht zu komplex sein, weil die Dinger rot sind. Wie ein Stoppschild. Das sollte jeder eigentlich schon in der Vorschule gelernt haben, aber man weiß ja nie. Wie auch immer, das war's. Wenn der Datenstrom zurück zur Quelle geleitet wird, geht die Tür auf. Es ist wirklich nicht so schwer. Aber wenn es sein muss, kann ich während des Versuchs auch Händchen halten. Naja, streich das lieber. Das muss auch alleine gehen. Ich halte niemanden das Händchen. Oh Mann. Gut. Wir müssen hier wohl scheinbar was machen. Das war gerade eine Anleitung. Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein. Ja, kann ich da jetzt was machen? Ich mit diesen Lichtern machen? Okay, warte. Der Typ braucht auch... Kriegt er ja. Sie drehen sich. Und ändern den Lichtfluss. Hab ich jetzt was nicht verstanden? Ach so, der leitet jetzt. So. Müssen wir hier... Nicht. Gut, der ist scheinbar kaputt irgendwie. Auch nicht. Ach ja, stimmt ja. Gut, alles klar. Der hier leitet Fehler. Der hier ist fehlerhaft. Okay, warte, pass auf. Dann müssen wir den anders rumdrehen. So. So ist er richtig. Jetzt leitet nämlich das Hauptsignal hier um. Heißt, den müssen wir auf jeden Fall. So. Mal sehen, ob offen ist. Siehste. Easy going. Das war doch. Ups, das war doch easy going. Achso.
Hä? Wo kommt... Ach, ich Idiot. Ich Dummi. Jetzt frage ich mich aber, die Urea, die hat ja nicht so einen Speer. Wie kam die jetzt hier rein? Wie kam die durch diese Tür? Ohne Speer. Ah, ich weiß schon. Boah, das muss so kalt sein. Das muss so kalt sein. Ein falscher Griff und wir sind tot. Urea muss auch sehr sportlich sein. Frische Luft voraus. Was ist hier? Nichts. Was war das hier? Du siehst aber auch nirgendwo Waffen, ne? Oder täuscht das? Ach, wieder raus. Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein. Sehr wahrscheinlich. Und es schneit schon wieder wie Sau. Ich muss wohl zu diesen Treppen. Es donnert halt immer noch. Ich hab grad gedacht, ich bin zu kurz gesprungen. Schön. Ein Lagerfeuer. Gott sei Dank. Endlich. Oh, das sieht schon schön aus. Ich sag's immer wieder, auch wenn es euch auf den Sack geht. Es ist einfach so. Selten so ein schönes Spiel gesehen. Und das Spiel... Urea muss nahe sein. Das Spiel ist ja mittlerweile auch nicht mehr das Jüngste, ne? Aber trotzdem noch immer besser als das, was heute teilweise noch rauskommt. Sie muss irgendwo hier drin sein. Da. Tür 2 abgeschlossen. 23. Dezember 2046. Fertigstellung des ersten Stadiums der Hauptanlage. Zu Händen. Alle Mitarbeiter. Ich bin stolz, den Abschluss der ersten Infrastrukturstufe unserer Hauptanlage bekannt geben zu dürfen. Dieser Komplex ist das Nervenzentrum unseres Projekts und eine pünktliche Fertigstellung macht auch weiterhin den fortgesetzten, vollen Einsatz des Teams erforderlich. Aber obwohl es noch viel zu tun gibt, sollten Sie stolz auf all das sein, was Sie bisher erreicht haben. Angehängt finden Sie einen detaillierten Plan zum Verlassen des Hilfsraums, der im weiteren Verlauf der Arbeiten an der Hauptanlage als Notfallbereich dienen wird. 90% unseres Personals muss bis 17 Uhr am Mittwoch umgezogen sein. Wenn Ihr Name nicht auf der Zuweisungsliste steht, schicken Sie Marisa eine E-Mail mit Kopie an mich. Ihr Einsatz, Ihr Talent und Ihre Intelligenz sind eine tägliche Quelle der Inspiration. Dr. Kenny Chow, Projektleiter. Hätte ich ja fast so einen leichten asiatischen Dialekt reinpacken müssen. Hätte ich das gewusst. Wieso ist das so ruhig? Ah. Ciao. Jemand hat die Menütafel gehackt, damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt. Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten oder doch eher ein Kindergarten? Komm schon, Leute.
Cool. Der Blevins war wohl wirklich nicht so beliebt. War das ein kleiner Bastard? Wirklich ein kleiner Piep? Ich frage wieder, wie ich jetzt schon 1000 Mal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun? Gibt es kein Gebet, das zu dir dringt? Kein Zeichen, das deine Fesseln löst? Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich hab sowas benutzt. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeig's mir. Bitte. Oh je. Die scheint ja voll verzweifelt zu sein, aber auch einen ganz kleinen Hoffnungsfunken habe ich in ihrem Blick gesehen. Ich sehe sowas. Aber das Ziel bleibt gleich. Das Licht muss zurück zur Quelle. Das sind mehr Knoten. Ach du Scheiße. Ja, okay. Eieieiei. Okay, pass auf. Es geht hier rein. Das geht ja denn schon mal nicht. So. Da ist ein roter. Der geht ja normal nur so. Also der kann nur so weiterlaufen. So, der hier kann nur so weitergehen. Nee, ist falsch. Ist falsch. Nee, scheiße, ist doch richtig. Anders geht's ja gar nicht. Das hier ist der einzige Weg, wie der laufen kann. Oder habe ich hier oben schon Mist gebaut? Nee, geht ja gar nicht. Muss ja über sämtliche Kerne rüber. So, der muss darüber, der muss darüber. Gut, das funktioniert nicht. Warte mal. Doch. Es geht doch. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Alles klar. Pass auf, dann müssen wir das ändern. So. In die Richtung ist schon mal Sackgasse. Würde ich sagen, so. So. Weil in die Richtung geht es ja auch nicht. Der ist ja rot. Das ist auch der einzig mögliche Weg. Hier. Kann ich so machen. Hier ist der einzig mögliche Weg. So. Dort muss er auch wieder runter. So. Der muss hoch.
So. So. Der ist drin. Ah, genau. Ja. Alles gut. Alles gut. Und so. Und der muss jetzt wieder zur Quelle. Hilfskanal wiederhergestellt. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. Ist da jemand? Urea? Urea, ich brauche dich. Nein, ich gebe nicht auf. Urea, der Dämon fängt sich. Urea, bitte. Durch dich ist die Stimme zurück. Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft. Für einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln. Und das nur dank dir. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltu schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Lass uns nicht vorschnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden, und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Wer ist die Stimme? Du scheinst sie schon länger zu kennen, diese Stimme. Sie rettete mein Leben. Hier, vor Jahren im Krieg gegen die Kaja. Ein Angriff zerstreute meinen Verak, ich war abgeschnitten, allein. Ich lockte den Feind in die Reifwehen, um sie im Dunst abzuschütteln, doch das schlug fehl. Und ich floh in diese Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich war sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts, doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe, sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Kaja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen, ähnlich wie die hier in diesem Raum. Es hielt mir die Kaja vom Leib. Ich war sicher. Und konnte ihren Auftrag ausführen. Was wollte die Stimme von dir? Sie sagte, sie sei verletzt. Unvollständig. Sie brauchte Knochen, Teile, die den Maschinenteilen ähneln. Sie waren hier, in diesem Raum. Ich sollte sie zum Donnerkamm bringen. Also tat ich's. Dort konnte ich sie dann heilen. So begann unsere Gemeinschaft. Schafft? Du und die Stimme wart eine Gemeinschaft. Ja. Im Donnerkamm gibt's einen Raum wie diesen, nur viel größer, mit einem Altar. Ich ging oft dorthin und sprach mit ihr. Was hat sie gesagt? Sie sagte, sie sei verloren und brauchte Hilfe. Sie stellte Fragen über unser Land, unseren Stamm. Sie hörte zu. Mit Geduld und Weisheit. Ich erzählte ihr lang Verschwiegenes von meiner Familie, Träumen und Ängsten. Sie war nie gelangweilt, urteilte nie. Wir leisteten uns Gesellschaft. Die mit ihren Kabeln durch den ganzen Körper, ey, ne? Urea, was denkst du, ist diese Stimme? Ich weiß. Du bist keine Banuk und du kennst unsere Lieder nicht. Du weißt nichts über das blaue Licht. Es ringt in unseren Herzen ums Überleben und beseelt die Maschine. Die Lebensessenz in ihrer reinsten Form. Harmonie. Während die Wut der Maschinen wächst, schwindet dieses Licht aus der Welt. Und die Stimmen, die es nährt, stranden. Sie ist nur eine verlorene Seele, der fehlt, was sie braucht. Einsam, verlassen. Ich muss ihr helfen. Wir zwei. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Aber ich möchte es. Mehr brauche ich nicht.
Ja, gut. Der Dämon. Was weißt du über ihn? Ich sprach sehr oft mit der Stimme, erst hier, dann im Donnerkamm. Letztes Mal erzählte sie mir, dass etwas sie angegriffen hatte, das sterbliche Augen nicht sehen, etwas Böses. Sie nannte es den Dämon und sagte, er bräuchte ihre Kraft für seine Ziele. Dann bat sie um Hilfe, sie zu zerstören, falls nötig, damit er sie nicht benutzen könnte. Das war vor 5 Jahren. Ich hatte sie nicht mehr gehört. Bis heute. Was hielt dich von ihr fern, nachdem sie Hilfe wollte? Ich ging zu Aratak. Ich hoffte, er könnte sie schützen. Doch der Krieg mit den Kaja tobte noch und bevor ich ihn erreichte, schnappten mich die Falken des verrückten Sonnenkönigs. Sie brachten mich nach Meridian. Ich konnte erst lange nach der Befreiung zum Donnerkamm zurückkehren, zur letzten Schneeschmelze. Du bist zum Donnerkamm zurückgekehrt? War das die gescheiterte Expedition? Ich sah die Beerdigung. Ja. Als endlich Frieden mit den Kaja herrschte, versammelten Aratak und ich einen Vera großer Jäger und bekämpften den Dämon. Und doch war die alte Tür zum Donnerkamm fort. Ersetzt durch ein unpassierbares Tor und viele Maschinen. Ein Massaker. Aratak rief zum Rückzug, doch die Besten waren schon tot. Wir überließen sie dem Schnee, als wir flohen. Danach waren wir uns nicht einig, was zu tun sei. Also kam ich her, in der verzweifelten Hoffnung, die Stimme zu hören. Und ich hörte sie. Dank dir. Ja, was kriege ich jetzt dafür? Wer ist Silence? Burgrin sagt, du weißt vielleicht etwas über einen Mann namens Silence, dass du mit ihm zu tun hast bei dem Konklave. Wenn sein Name erklingt, folgen ihm Geheimnisse. Oder verschwinden, je nachdem eben. Warum willst du das wissen? Er brachte mich in Gefahr und wollte mir dann helfen. Ich weiß aber leider zu wenig über ihn. Seine Unterstützung ist bestimmt äußerst hilfreich. Doch sie ist gewiss nicht umsonst. Aber leider hat mich das Konklave diesbezüglich zur Geheimhaltung verpflichtet. Verstehe. Oh. Wir versuchen uns doch zu helfen, oder? Ja, aber damit würde ich einen Eid brechen. Und das kann ich nicht tun. Ja, einen Eid, Alter, scheiß doch drauf, du alte Nuss. Du hast es eh bald hinter dir, jetzt rück raus und nimm das Geheimnis nicht mit ins Grab, Mann. Wegen Silence? Ich hab dir alles erzählt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Boah, so stur wie Metall aus Eis, ey. Also, sehe ich das richtig? Da waren 2 Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen, wie. Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg. Dem Donnerkamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und klären alles auf? Das geht nicht. Der Donnerkamm ist gefährlich. Sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg. Und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na, die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin. Und ich wette, keine gewöhnliche. Es ist nicht unmöglich. Selbst für einen Fremden. Und Aratak wird die Herausforderung annehmen, wenn du im Verat bekannt wärst. Halt! Ich? Gegen Aratak? Ich will niemandes Häuptling sein, erst recht nicht von Banuk, die mich nicht wollen. Aber du willst doch zum Donnerkamm, oder? Du hast sie gehört. Die Stimme leidet. Der Dämon quält sie. Sie möchte frei sein. Und vielleicht, wenn sie wieder frei ist, kann sie dir die Antworten geben, die du suchst. Warum lasse ich mich bloß darauf ein? Gut. Was muss ich denn machen?
Zeig dem Verak, dass dein Anspruch berechtigt ist. Siege im Jagdgebiet. Töte Banditen im Schnitt. Oder? Du sprichst mit Sekuli. Wenn du ihr hilfst, wird das sicher bemerkt. Tu, was du kannst. Wenn es Zeit ist, den Speer vor Arataks Füße zu schleudern, unterstütze ich deinen Anspruch. Bis dahin bin ich hier und beantworte dir alle Fragen zur Herausforderung. Oh, und eines noch. In der Kiste da ist eine Waffe, so wie meine. Nimm sie. Vielleicht hilft sie dir. Waffe? Wo? 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 Blauglanz plus 6 und 10.000 Erfahrungspunkte. Inventar, Schatzkiste. Danke, 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 danke. Scheiße. Ich habe gedacht, das wäre was Besonderes, dieser Speerschaden, den wir da gefunden haben. Vor 5 Jahren. Ups. Banuk Sturmschleuder. Ich bin halt instant zu voll. Ups. Für den Verak. Toll. Beweise dich vor dem Verak. Ja gut. Waffe wollte ich mal gerade gucken. Bitte. Waffe. Diese Waffe feuert aufgeladene Blitze ab. Nachfolgende Blitze laden sich stärker auf und erhöhen den Schaden. Okay. Müssen wir mal ausprobieren. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt erstmal raus. Tutorial, Sturmschleuder. Schocke, schockanfällige Maschinen mit Schockbolzen. Ja, okay, alles klar. Wo kann ich jetzt raus? Gar nicht. Oder doch hier? Vielleicht auch nicht. Dort kann ich raus. Da muss ich raus. Woanders. Woanders kann ich nicht. Nice. Sehr schön. Ja, Mensch. Ja, damit sind wir raus. Und jetzt? Boah, wie schön. So. Wir müssen uns vor dem Verak beweisen. Repariere und überbrücke den Langhals. Sammle Pigmente und bringe sie zu Zekuli. Räume das Lager der Banditen. Schließe eine Prüfung im Jagdgebiet ab. Ja gut, ne? Da haben wir ja einiges zu tun in den nächsten Folgen, würde ich mal sagen. Und das zählt ja nicht zur Das ist ja keine Nebenquest. Das zählt ja zur Hauptquest in Frozen Wilds. Gut. Ein Blümchen. Alleine im Schnee. Hat es geschafft, sich unter widrigsten Bedingungen hier anzusiedeln und zu pflanzen. Sogar blühen tut sie. Was macht ein Mensch, der hier in diese Einöde kommt? Lässt er sie stehen oder pflückt er sie? Schätzt er die Natur oder verhöhnt er sie und will sie für seine eigenen Zwecke missbrauchen?
Daraus werde ich später einen Trank brauen. Das war schon böse, ne? Boah, wie krass. Nur mal so als Frage. Oh. Du verlässt den Spielbereich. So viel zum Thema Sicherheit. Nice. Gut, folgen wir mal dem normalen Weg, hä? Wow, hier geht's runter. Das ist schon wieder ein Versänger, ey. Kalt. Sehr kalt. Eindeutig. Ja gut, ich würde sagen, wir haben mit Orea gesprochen. Wir wissen, dass dort eine Maschine ist, eine Stimme, eine Robotermaschine, eine KI-Maschine, eine KI-Stimme, Entschuldigung, eine KI-Stimme, die wohl Hilfe braucht und von so etwas Ähnlichem bedrängt wird wie, wie Hades. Und es könnte noch sehr interessant werden, ob das zusammenhängt mit dem Hauptspiel. Ob das zusammenhängt, wir werden es sehen, wir werden es in den darauffolgenden Folgen, werden wir dem auf den Grund gehen. Mit dieser Aussicht verabschiede ich mich, wie wunderschön, wie wunderschön dieses Spiel doch ist in dieser Schneelandschaft. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bei euch. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, overplayed and out. Tschüss.